OE24 gibt's jede Stunde Geld fürs Radio hören. Ja, super! Ich freue mich riesig darüber. Danke. 10.000 Euro Cash und die Chance auf eine Traumreise für zwei nach Ägypten. Jetzt anmelden auf oe24radio.at. Isabel Daniel, das Interview mit der Politikchefredakteurin. Willkommen zu unserem Montagsduell in einer Woche, in der sehr viele offenbar nicht da sind, wo sich aber politisch trotzdem sehr viel tut. Und damit begrüße ich unsere üblichen Duellanten. Einerseits Robert Miesig, Journalist, Publizist und einfaches SPÖ-Mitglied. Hallo. Hallo. Und andererseits Heimo Leposchitz, FPÖ-Berater, Strategieberater und einfaches SPÖ-Mitglied. Hallo. Hallo. Ich fange als Erste mit dir an, Robert. Es gibt eigentlich relativ viel Aufregung die letzten Tage, also zumindest auf den sozialen Medien. Ich weiß nicht, wie breit das wirklich ist, und das hat natürlich wieder einiges mit den Freiheitlichen zu tun. Einerseits mit der Einladungspolitik von dem neuen Nationalratspräsidenten der Blauen, Rosenkranz. Andererseits aber natürlich auch mit der Demo, die für die FPÖ gewesen wäre, die erfreulicherweise zumindest vom Datum her verschoben worden wäre, aber sie hätte just am 9. November stattfinden sollen. Jeder, der zumindest ein paar Schulstufengeschichte gehabt hat, weiß, was an diesem Datum los war. Robert, sag mir, wie siehst du das Ganze? Naja, das mit der Demonstration sehe ich so, dass es sozusagen eine Provokation war, dass die überhaupt stattfindet mit dieser Parole, noch dazu am 9. November. Vielleicht, wenn du die Parole noch kurz die sagst. Macht euch bereit, also so quasi die verfassungsmäßigen Vorgänge, die jetzt möglicherweise zu einer Regierung führen oder auch nicht, ja, schon im Vorfeld zu bekämpfen. Also so ein bisschen so eine Trumpsche 6. Januar sozusagen nachhupfen. Ja? Mhm. Natürlich will ich da jetzt nicht unterstellen, dass das so eine große Geschichte gewesen wäre, wäre sich möglicherweise eine Mini-Geschichte gewesen, ist aber auch egal, weil es wurde ja Gott sei Dank jetzt abgesagt oder zumindest verschoben, also zumindest dieses skandalöse Datum, aber man muss schon ein bestimmtes Geisteskind sein, um überhaupt so ein Datum ins Auge zu fassen, ja? Nur ist es eine abgehackte Geschichte durch diese Geschichte jetzt mal. Das Zweite ist natürlich die Art und Weise, wie, sagen wir so, Herr Rosenkranz sein Amt begonnen hat in diesem Wochenende. Interviews mit rechtsradikalen Sendern, die sozusagen von Ex-Identitären wird das auch noch geführt, demonstrativ auch den Herrn Orban, der an diesem Tag in Österreich wählt, dann auch ins Parlament einzuladen. Das sind alles demonstrative Akte, die ich, sagen wir mal, nicht wählen würde, wenn ich gerade versprochen habe, das Amt überparteilich und mit der ausreichenden Neutralität auch zu führen. Hat er ja sozusagen auch anderen versprochen, hat er dadurch auch einen Vertrauensvorschuss bekommen. 100 Leute haben ihn gewählt im Parlamentarier. Das ist ja deutlich etwas mehr, aber durchaus auch deutlich mehr als die FPÖ hat. Und dann quasi das Amt gleich so mit einer so starken parteiischen rechten sozusagen Schlagseite zu beginnen, ist nicht sehr gescheit. Und würde ich jetzt mal sagen, zeigt auch diejenigen, die ihm diesen Vertrauensvorschuss gegeben haben und ihn gewählt haben, dass es ganz offensichtlich ein Fehler war und dass man da der FPÖ schon auch signalisieren hätte müssen, sie hat den Anspruch zur Nominierung des ersten Nationalratspräsidenten, aber dann muss es halt auch eine vorzeigbare und über allen Verdacht erhabene Person sein. Und dass man dann Rosenkranz nominiert hat, ist nicht unbedingt etwas gewesen, wo man sagen muss, dem muss man zustimmen. Mhm. Ja, da muss ich jetzt schon widersprechen, nicht ganz unerwartet. So, der Walter Rosenkranz war tadelloser Clubobmann in Regierungszeiten. Da gibt es überhaupt keinen Vorwurf irgendwie. Der Walter Rosenkranz war auch ein tadelloser Volksanwalt, immerhin auch eines der höchsten Organe der Republik, dazu auch überhaupt keine Kritik gegeben. Und der Walter Rosenkranz wird das relativ gut machen. Und übrigens,
auf 1 gebe auch ich Interviews. Ich würde auch ja gut, aber du stellst dich auch unter Transparente der Identitären. Heimo, das wundert uns jetzt nicht. Ja, aber ich habe da kein Problem damit. Ich weiß, auch kein Problem damit, jemand transparent zu stehen, wo Migration rumsteht, weil das vertrete ich ja auch. Ja? Das ist ja positiv. Deswegen wird dich auch niemand zum Nationalratspräsidenten. Das ist ja auch eine freiheitliche, das ist ja auch eine freiheitliche Position, das ist ja ganz klar. Aber darum geht es jetzt. Aber dass man den Orban, dass man ein Problem daraus macht, dass man jetzt einen Ministerpräsidenten, der unbescholten ist, eines befreundeten EU-Landes ins Parlament einlädt. Noch dazu war die Einladung und der Termin ja schon bevor der Rosenkranz gewählt worden ist. Also was daran, da frage ich mich, was für Demokratieverständnis haben wir mittlerweile in Österreich, wenn man nicht einmal mehr den Orban oder den Ministerpräsidenten eines benachbarten Landes, ich mag den deutschen Präsidenten auch nicht oder den deutschen Kanzler, ich würde aber nie auf die Idee kommen, zu sagen, der darf nicht ins Parlament oder eingeladen werden, weil es für mich antidemokratisch ist. Wo ich bei euch bin, ist diese Demo. Ich habe generell mit Demos gegen demokratische Vorgänge ein gewisses Problem. Ich halte das nicht für gut. Ich habe diese ganzen Donnerstagsdemos immer für beschissen gehalten, die undemokratisch mit ihren Auswüchsen, wo man dann geschrien hat, weißt du, du warst, glaube ich, auch dabei mit Heiderschüssel an die Wand, Widerstand, Heiderschüssel an die Wand. Also sicher nicht dabei mit solchen Sprüchen, also sozusagen solche Unterstellungen kannst du gerne sparen. Ja, aber bei diesen Donnerstagsdemos damals 2000 war das ja wohl durchaus und da waren diese Demos dann demokratisch. Wenn das gegen Linker ist, ist es auf einmal undemokratisch, das halte ich für ein bisschen ausgewogen. Ich mag es von beiden Seiten nicht. Ich finde das gut, dass das verschoben worden ist vom Datum her, weil die Symbolik finde ich, war sicher nicht absichtlich, aber die Symbolik. Woher weißt du, dass es nicht absichtlich war? Warst du in Kontakt mit den Veranstaltern? Gar nicht. Ne? Ich war das letzte Woche auf Mallorca. Also ich war ich gehe mal davon aus, dass es nicht absichtlich ist. Warum soll man sich ins Knie schießen freiwillig, wenn es absichtlich ist? Auf jeden Fall ist es gut, dass es verschoben worden ist. Das halte ich auch, weil man muss ja nicht unbedingt eine Auflage liefern. Ich halte auch von diesen Demos gegen demokratische Vorgänge, solange sie friedlich sind und legitimiert sind, wenig, sowohl von links wie von rechts. Ich habe diese Donnerstagsdemos auch immer verurteilt. Deswegen werde ich das von eigener Seite auch nicht. Die sind jetzt 24 Jahre her, redest du von diesen Demos? Ja, aber es hat ja jetzt auch die Ibiza-Demos etc. überall gegeben. Es hat ja jetzt auch schon nach der Wahldemonstrationen. Ich wollte wissen, von welchen Demonstrationen. Ja. Aber es hat ja auch jetzt, nachdem die Freiheitlichen friedlich stärkster geworden sind, Demonstrationen gegeben, die widerlich waren, wo die ganzen... Wieso waren sie widerlich? Weil, wenn du mir ausreden lassen hättest, hätte ich gesagt, wo die ganzen Islamisten marschiert sind, die Judenhasser, die Antisemiten mit den Palästinenserfahnen, mit Free Palestine etc. Ich habe mit dem auch nichts am Hut. Aber ein bisschen aushalten muss man schon noch unter zum Beispiel, und eins muss man auch sagen, lustigerweise, was ich habe es nur auf Twitter gesehen, dass die zum Beispiel Identitärbewegung total sauer ist auf den Rosenkranz, weil er sich gesagt hat, er würde keinen Identitären ins Parlament einladen. Also da tut es ihm Unrecht. Ja, das ist sozusagen quasi unter den Leuten, die Rosenkranz als ihren Mann angesehen haben und auch aus dem gleichen Milieu kommen. Er kommt ja nicht nur aus den Burschenschaften, sondern vom rechtesten Rand der rechtesten Burschenschaften. Er hat ja selbst... Da bist du leider schlecht von mir. Die Liberten sind eigentlich die liberalsten Burschenschaften. Ganz sicher nicht. Sie sind in jenem Flügel, die Gemeinschaften deutscher Burschenschaften sind ja in zwei Gruppen. Da gibt es eine rechte und eine rechtsradikale Gruppe und sie sind Mitglied in der rechtsradikalen Gruppe. Das kannst du... Du kannst jetzt behaupten, dass es nicht so ist, ist aber einfach ein Fakt. Ja. Er hat selbst Er hat ja selbst vor einigen Jahren einen fanatischen Antisemiten als sein Vorbild bezeichnet. Er hat selber auch Burschenschafter, die dann hinterher Nazi-Verbrecher geworden sind, als Leistungsträger bezeichnet. Jetzt kann ich, ich bin ja sozusagen so ein, wie soll ich sagen, emphatischer Mensch und tue mich in jeden hineinversetzen, habe mir immer gedacht, ja, vielleicht hat er seine Meinung zu dem verändert oder hat bestimmte Aussagen getroffen, wer es nicht genau besser gewusst hat. Kann ja sein, dass man jemanden als Nazi-Verbrecher, als Leistungsträger bezeichnet, wenn man nicht gewusst hat, dass der hinterher Nazi-Verbrecher geworden ist. Nur er hätte ja das sagen können. Er hätte ja sagen können, auch im Präsidentschaftswahlkampf wurde dazu ja gefragt, hätte er sagen können, okay, ich habe migriert, das habe ich nicht gewusst, heute sehe ich es anders, aber er hat immer all das verteidigt. Ja? Das zeigt ja auch im Übrigen, dass Herr Rosenkranz zwar im
Habitus im Auftreten ein verbindlicherer Mensch ist. Klar, er beschimpft die Leute nicht unflätig, wie es der Kickl tut, oder er tut auch nicht quasi herumbrüllen, ja, das ist schon richtig, aber in der Sache ist er genauso ein harter Rechter wie der Parteichef. Und das ist ja auch in einem gewissen Sinne in Ordnung. Ja, darf er ja sein, wenn er Parteisoldat sein will und quasi Abgeordneter im Parlament, jemand, der sozusagen scharfe Reden schwingt, aber die Aufgabe des Nationalratspräsidenten und auch die Art und Weise, wie das angelegt sein sollte, nämlich der Repräsentant aller Abgeordneten und damit auch das Gesicht der österreichischen Demokratie zu sein, ja, ist halt mit Parteisoldat und Radikal sprechen nicht wirklich vereinbar. Also da bin ich kann mich nur wiederholen, ich halte den Walter Rosenkranz für einen tadellosen Charakterpolitiker, der in seiner bisherigen politischen Laufbahn eigentlich sich nichts zu Schulden kommen hat lassen, ganz im Gegenteil, er war wirklich ein seriöser Regierungsklubobmann, hat das sehr, sehr gut und professionell gemacht. Er war ein anerkannter Volksanwalt, da gibt es überhaupt keine Kritiken, und dann soll man jetzt einmal Präsident sein lassen und ihm auch einmal eine Chance geben lassen. Und weil man den Orban als Gast aufnimmt, das ist noch kein Verbrechen. Also die Chance aber hat man ihm ja gegeben, aber er hat ja ein Wochenende lang jetzt schon diese Chance mit Füßen getreten. Das ist ja das Problem. Darauf wollte ich gerade kommen. Wir haben jetzt in den letzten 24 Stunden mehrere ÖVPler gesagt, dass diese, und da geht es nicht um Orban, sondern da geht es tatsächlich um diese Thema und das Datum. Es glaubt halt zum Beispiel in der ÖVP. Das hat ja nicht die FPÖ veranstaltet, ja, oder? Ähnlich so. Wie die Corona-Demos, wo aber halt eine enorme Corona-Demo hat zum Beispiel auch nicht die FPÖ veranstaltet, sondern das war offizielle Präsenz dort war. Okay. Ist ja egal. Da muss man korrekt sein. Die ÖVP sieht es halt zunehmend schon als Offenbarungseid, und da haben jetzt Leute gesagt, die ursprünglich sogar gesagt haben, was macht der Karl Nehammer da, ist das klug, dieses Ausschließen, sagt jetzt, na gut, wenn die Rechtsextremen Medieninterviews geben, gleich in ihren ersten, was weiß ich, 48 Stunden, wenn es da wieder so eine, wer immer diese Demo veranstaltet, aber trotzdem Überschneidungen zu sonderbaren Kreisen gibt, sei es richtig, dass der Karl Nehammer versucht, eine Alternativkoalition. Jetzt einfach nur strategisch, weil dass du es in den Inhalten nicht so siehst, ist mir absolut klar. Ich kenne dich lang genug. Ist das nicht quasi Wasser auf den Mühlen eurer Kritiker, was da gemacht wird? Ich nehme da die ÖVP ehrlich gesagt nicht ernst, ne? Weil der Orban war bis vor wenigen Jahren... Ich habe gesagt minus nein, Orban. Ja, Vorsicht, nein, du musst zuhören. Also ich sage, aber trotzdem antworte ich so, wie ich will. Ne? Also der Kollege Orban war in der Fraktion der ÖVP, und die Frau Edtstadler hat noch vor einem Jahr gesagt, er wäre eigentlich nach den EU-Wahlen wieder gern willkommen in der ÖVP, so wie die Frau Meloni. So, das ist natürlich lächerlich. Da gibt es wunderschöne Fotos von Karl Nehammer als Kanzler mit Orban, was sich total freut, und mit dem serbischen Präsidenten dazu. Also da die ÖVP versucht natürlich, sich das Ganze jetzt schön zu reden. Sie haben ja kein Problem mit den antifreiheitlichen Demonstranten gehabt, die SPÖ-Abgeordneten mitmarschiert sind. Das ist das Gleiche. So, wo ist da der Unterschied? Die ÖVP versucht, sich die SPÖ schön zu reden. Die ÖVP versucht natürlich, einen Spin zu machen, mit weiterzumachen, diese bösen Freiheitlichen. Wir haben doch gar keine Chance, als mit dem lieben liberalen Babler, der ja total in der Mitte ist und überhaupt kein Marxist ist, auf einmal nach der Wahl eine Koalition zu machen. Das ist halt der ÖVP-Spin, dass die ÖVP nehme ich in diesen Dingen nicht mehr ernst, weil die hat der Rückgrat wie ein Gartenschlauch. Ich taktisch oder sozusagen strategisch finde ich das ja alles nicht schlecht, weil der Herr... Aus meiner Sicht, ich habe ihn gefragt, aus seiner Sicht. Es ist natürlich, Herr Rosenkranz hat einen guten Beitrag dazu geleistet in den letzten, weiß ich nicht, 72 Stunden unmittelbar nach seiner Wahl, um zu beweisen, wie richtig und wichtig es ist, dass man dieser Partei überhaupt an keiner Stelle eine wesentliche Regierungsstelle oder ein repräsentatives Amt in diesem Staat gibt. Das muss man sich einmal vorstellen, das ist ja auch der 20%-Partei, hat den Anspruch, den ersten Parlamentspräsidenten... Fast 29%. 28, ja. Den Anspruch, den Nationalratspräsidenten zu nominieren.
der wird dann auch gewählt mit einem Vertrauensvorschuss und der nimmt dann sofort das gesamte Parlament, also 100% der Abgeordneten, obwohl seine Partei nur 28,8% repräsentiert, quasi in Geiselhaft für seine rechtsextremen Symboliken und Handlungsweisen. Ja? Das zeigt ja, dass diese Partei nicht regierungsfähig ist. Man selbst jemand wie Rosenkranz, von dem wahrscheinlich die FPÖ aus ihrer Sicht sagt, das ist noch ein Moderator bei uns, so agiert. Also da sich dann vorstellen, eine solche Partei hat nicht nur den Nationalratspräsidenten, sondern die hat auch dann den Bundeskanzler und sitzt tatsächlich an wesentlichen Schaltstellen dieser Republik. Ja. Da wird einem Angst und Bang und zeigt auch, wie wichtig es ist, dass hier dann die anderen Parteien, die diese extremistische Position ablehnen, hier schauen, dass sie eine Regierung zustande bringen. Und weil diese FPÖ so furchtbar extremistisch ist, wird es am 6. November Schwarz-Blau in Vorarlberg geben und nach der Burgenlandwahl wahrscheinlich Rot-Blau im Burgenland. So, wer soll das ernst nehmen? Gut, wir schalten eine ganz kurze Werbepause und dann reden wir über die weiter, die es vielleicht doch sehr ernst nehmen und wie diese Alternativverhandlungen für eine schwarz-rot-pinke Koalition ausschaut, ob das was wird oder ob wir in Wirklichkeit in ein totales Chaos mit vielleicht sogar Neuwahlen stolpern. Darüber reden wir gleich weiter. Bleiben Sie dran. Isabel Daniel, das Interview mit der Politikchefredakteurin. Willkommen zurück zu unserem heutigen Montagsduell zwischen Robert Miesig und Heimo Leposchitz, zwischen quasi Links- und SPÖ-Mitglied, aber nicht SPÖ-Sprecher und Rechts- und FPÖ-Berater, also schon eigentlich FPÖ-Sprecher im weitesten Sinn. Nein, ist ein Berater auch. Okay, kein Ausdruck zu sprechen, aber du fühlst dich verpflichtet, sagen wir es mal so. Heimo, ich komme jetzt zu dir und dass du das alles verteidigst, ist logisch. Du hast gesagt, du hast ein Problem mit Demonstrationen gegen demokratische Vorgänge. Jetzt siehst du ja selber, dass diese Gespräche zwischen Schwarz und Rot ist es derzeit. Schauen wir mal, wann die NEOS dazukommen, sicher bald. Sind demokratische Vorgänge, oder? Warum regt es dann so viele Freiheitliche so schrecklich auf? Ja, weil man natürlich den Anspruch auf Platz 1 hat und auf den Kanzler, weil man stärkster geworden ist und weil der Präsident natürlich die jahrzehntelange Usance gebrochen hat, zumindest Sondierungsgespräche mal dem Stärksten zu geben. Es muss ja keine Regierungsbildungsgespräche sein, es waren ja nicht einmal Sondierungsgespräche. Und da fühlt man sich ungerecht behandelt, findet das nicht fair. Und ich bin halt auch dafür, dass man langsam, egal wer jetzt dran ist, man soll mal in die Gänge kommen. Es ist jetzt genau am Monat nach der Nationalratswahl und wir wissen, was wir vor der Wahl schon gewusst haben, dass Kickl ist böse, sagen alle anderen Parteien, mit Kickl geht's nicht. So, aber mehr unter Nehammer will Kanzler werden. Das ist der ganze Stand, den wir haben wollen und denn mehr wissen wir nicht. Wir wissen nicht, über welche Inhalte verhandelt wird, was welche Partei will. Gut, das ist jetzt aber nicht so ungewöhnlich. Aber trotzdem, es gibt keinen Kassasturz, was vor jeder Verhandlung meiner Meinung nach unbedingt da sein muss, weil wir wissen ja nicht, was die ÖVP versteckt hat, weil nach der Wahl war das Defizit auf einmal viel höher und wir haben nach der Wahl auf einmal kein Wirtschaftswachstum nächstes Jahr mehr gehabt, sondern eine Rezession. So, deswegen muss man, bevor man über irgendwas verhandelt, an Inhalten wissen, was an Geld da ist überhaupt oder besser gesagt, was an Geld nicht mehr da ist. Das fehlt mir ja auch als Grundlage. Also man sollte dann schon langsam einmal, nur ich mag Kickl nicht und ich will Kanzler bleiben, ist noch am Monat ein bisschen wenig meiner Meinung nach und da soll man einfach anfangen, schneller zu sein. Also natürlich kritisiere ich, dass der Kickl den Auftrag nicht gekriegt hat. Natürlich war ich der Meinung, zumindest Sondierungsgespräche hätten sein müssen, weil beim Reden kommen die Leute zusammen und es gibt ja zwischen ÖVP und FPÖ sicher mehr Gemeinsamkeiten wie zwischen ÖVP, SPÖ und NEOS. Das ist ja auch schwieriger und stabiler in vielen Dingen. Instabiler. Eine Dreierkoalition ist immer schwieriger wie eine Zweierkoalition. Also ich war ja selber Medienkoordinator und habe viele Koordinierungsverhandlungen geführt. Das ist zu zweit schon relativ schwierig. Und die Freiheitlichen und der Strache und die Kurzpartie waren sich sehr ähnlich in vielen Dingen, also in vielen Positionen. Und das ist schon, wir sollen in die Gänge kommen.
und ich will wissen, was auf die Österreicher zukommt. Dann kann man immer noch demonstrieren, wenn es nicht passt, aber vorher würde ich jetzt einmal abwarten. Herr Heimer, ich muss trotzdem noch einmal nachfragen, weil das bringt mich auf einen ÖVPler zurück, der Schwarz-Blau sehr gut gekannt hat und der jetzt wahrscheinlich relativ wenig Berührungsängste gehabt hätte, aber der jetzt auch gesagt hat, wir hätten täglich wahrscheinlich mit solchen Einzelfällen schon wieder zu tun und das war damals kaum auszuhalten und das wäre jetzt wahrscheinlich noch weniger auszuhalten. Also noch einmal die Frage mit so Sachen wie einem rechtsradikalen Sender, auch wenn du denen auch Interviews gibst, du bist halt nur ein FPÖ-Berater, du bist nicht in einer hohen politischen Funktion oder gar in einer Regierungsfunktion, ist das nicht Wasser auf den Mühlen aller anderen? Na, warum soll man diesem linken Druck nachgeben? In keinster Weise. Man soll mit allen reden. Das ist für mich Demokratieverständnis. Ja, okay, man soll ja sozusagen auch an den rechtesten Rand, so, wo ist dann die Grenze, ist? Nazis anstreifen. Wenn's ja, klar, ich wenn's verstehe, Nazis wären, wäre es verboten. Ich verstehe es ja eh, dass das sozusagen offensichtlich die politische Position von der FPÖ ist. Aber das ist eben sozusagen auch etwas, was alle anderen, glaube ich, anders sehen. Insofern, bitte hör auf, diese Vergleiche zu machen. Ja, den Falter mit auf 1. Also ich meine, das ist ja beleidigend für alle, nicht nur für den Falter, sondern auch für deine eigene Intelligenz. Ja. Das ist das Erste, was es dazu zu sagen gibt, glaube ich. Ich würde halt sagen, wir müssen ja in die andere Richtung kommen. Ja? Es ist klar, aus guten Gründen ist eine Kickl-FPÖ mit diesen Leuten, die um ihn herum sind, auch mit den Leuten, die jetzt in den Nationalrat eingezogen sind, die muss man sich ja nur eins zu einen nach dem anderen anschauen, nicht regierungsfähig und selbst aus der Perspektive der ÖVP und sei es bloß aus taktischen Gründen, wie es das du genannt hast, wenn wir mit denen regieren, dann wären wir sozusagen jeden Tag mit einem Einzelfall quasi durch die Manege gezogen. Mhm. Das halten wir ein halbes Jahr aus, aber länger nicht. Ja? Mhm. So aus all diesen Gründen, grundsätzlichen, aber auch so taktischen Gründen, gibt es gute Argumente, warum man mit der FPÖ nicht koaliert. Aber jetzt löst das in SPÖ-Kreisen aus, diese quasi Vorfälle, die ja die ÖVP auch nervös machen, bestärkt das eher, man muss eine Koalition zustande bringen, weil einfach wird das ja wirklich nicht. Naja, erstens mal einfach wird gar nichts, aber einfach ist es auch die Argumentation, dass ÖVP und FPÖ so nahe sind. Sie sind sich nahe in den Fragen, die der industriellen Vereinigung wichtig sind, nämlich, dass sie weniger Steuern zahlen und die Arbeitnehmer weniger Sozialleistungen bekommen. Das ist so ziemlich alles, wo sich die ÖVP und FPÖ einig sind, wo sie in der Europapolitik, in der Gesundheitspolitik, in der Wissenschaftspolitik und all diesen Dingen, Verschwörungstheoretiker, Impfgegner, Schwurblerei, ist sich die ÖVP und die FPÖ doch überhaupt nicht einig. Ja, auch in Hinblick auf, wie man dieses Europa weiter, also eine pro-europäische Haltung, wie dass man Europa zu einem Teil der Lösung macht und nicht permanent zum Problem erklärt, all das kann man ja runterdeklinieren. Die Sicherheitspolitik, Russlandpolitik, die Putin-Nähe der FPÖ, wo gibt es denn hier eine Nähe zwischen zur ÖVP? Ja? Also das ist ja ein ganz kleiner Schnittpunkt. Ja? Umgekehrt, aber jetzt gehe ich auf deine Frage ein, ist es natürlich auch zwischen den anderen drei Parteien wird es auch nicht einfach, zumal ja auch die Probleme, vor denen wir stehen, keine trivialen und einfachen sind. Selbst wenn ich ja absolute Mehrheit habe, ja, wäre es nicht einfach, ein Regierungsprogramm zu entwerfen, das sozusagen ökonomisches Wachstum, die sozial-ökologische Transformation, die Klimakrise, die Kostenkrise der österreichischen Unternehmen und andererseits die Notwendigkeit, dass die ganz normalen, einfachen Leute ihre Rechnungen wieder bezahlen wollen und auch die gesellschaftliche Konsumnachfrage stabilisiert werden soll. Das ist ja eine Art von, das verlangt ja im Augenblick so etwas wie eine Quadratur des Kreises, die für niemanden einfach wäre. Ja? Aber das muss man halt hinkriegen. Da bin ich ja übrigens auch dafür, oder sozusagen, ich finde, das spricht dann auch dafür, da bin ich sogar sehr zufrieden drüber, das spricht eigentlich für diese Koalition, nämlich diese Fragen sollen bitte neben den Regierungsverhandlungen auch diejenigen, die es dann wesentlich betrifft und die ja eine Kompetenz haben, ausarbeiten, nämlich die Sozialpartner, also die Wirtschaftskammer auf der einen Seite, die Gewerkschaften und Arbeiterkammer und alle sozialpartnerschaftlichen Institutionen, die haben hier eine Kompetenz, die haben auch eine Erfahrung, wie man Kompromisse von unterschiedlichen
Interessen zu Wege bringt. Das ist deren große Stärke. Die haben nicht alles war super in diesem Land in den letzten 70 Jahren, aber wenn etwas super war in den letzten 70 Jahren, dann, dass diese Akteure, Sozialpartner, das Land wirtschaftlich stabilisiert und weitergebracht haben. Und auch das spricht für eine solche Koalition. Aber letzte Frage, ja natürlich, ich würde mir auch, oder letzter Punkt auf deine Frage, ich würde mir auch wünschen, dass man mit mehr Engagement und mehr Energie da jetzt hineingeht, ja, und auch mehr mit positiverer Energie kommuniziert. Ja? Koalitionsverhandler, die sich hinstellen und schon depressiv wirken und sagen, ja, eigentlich weiß ich eh nicht, ob ich in diese Koalition will und es wird schwierig und wir werden sehen und so weiter. Das will doch kein Mensch haben. Ja? Jetzt musst du doch klar sagen, es gibt eine groß gute Gründe, demokratiepolitische, staatspolitische Verantwortung, dass es eine solche Koalition gibt und wir werden uns bemühen und werden es zusammenbringen, ein gutes Programm. Ja? Das musst du ja auch ausstrahlen. Ja? Dass du ausstrahlst, das mit angezogener Handbremse, das geht mir auch auf die Nerven. Ja? Sollen in die Gänge kommen, da bin ich sogar mit dem Heimer einer Meinung. Und ich kenne auch einen, der mit dir einer Meinung ist, nämlich den Landeshauptmann Christopher Drexler, der heute bei uns im Interview war und der wenig überraschend auch Van der Bellen kritisiert, dass er der FPÖ den Regierungsbildungsauftrag nicht bekommen hat. Glaubst du, dass diese Koalitionsverhandler nach der steirischen Wahl stärker in die Gänge kommen, also nach dem 24. November, oder dass es dann erst recht scheitert? Es sind beide Varianten vorstellbar, weil wenn die Umfragen halbwegs stimmen, die jetzt veröffentlicht und unveröffentlicht sind, verstehe ich den Herrn Drexler total, dass er versucht, das freiheitliche Publikum nicht massiv zu verärgern, weil er steht vor einem völligen Debakel in der Steiermark, das Ausmaße hat, wo die ÖVP sich das noch nicht erwartet hat. Also das schaut wirklich nicht gut aus. Ich bin beim Robert diesmal, ich glaube, diese Koalition wird kommen, deswegen, weil Nehammer weiß, dass er sonst weg ist. Der Präsident wird das unbedingt wollen und alle drei Parteien wollen unbedingt regieren. Und sie wissen, wenn es in Neuwahlen geht, wird die FPÖ abrahmen. So, wenn die Umfragen jetzt irgendwie stimmen, hat die FPÖ mit Sicherheit einen schönen Dreier vorn. Also das wäre vom Strategischen, von der Logik her, Neuwahlen zu gehen, da glaube ich, knallen in der FPÖ-Zentrale die Sektkorken, wenn sie nichts zusammenbringen. Also sie sind eigentlich zur Koalition gezwungen. Also es wird gar nichts anderes geben. Die Frage ist, und da hast du wieder auch recht, ne, ob sie jetzt als Depressionskoalition starten oder versuchen irgendwie eine Vision zumindest am Anfang zu entwickeln. So wie Schwarz-Grün hat ja am Anfang auch ganz gut performt. Ne, haben gesagt, das ist die Schwarzen jetzt nicht mehr mit diesem widerlichen Blauen zusammen und das ist Grüne mit dem Ökologischen. Das war ja bei den Medien total beliebt und die waren ja am Anfang auch nicht so schlecht in den Umfragen und die FPÖ hat sich schwer getan. So, wenn du das von Anfang an nicht schaffst, in einer wirtschaftlichen Situation, wo du echte Probleme hast, wo du massiv die Leute davor vorbereiten musst, dass es nichts zum Verteilen gibt, sondern es wird eigentlich, der Kuchen ist kleiner geworden für viel mehr Leute und dass man den Leuten auch appellieren muss, wir müssen jetzt Einschnitte machen, um den Staat zu retten, das ganze System zu retten. Das ist nicht leicht. Na, besonders für die SPÖ ist das extrem schwierig. Die NEOS werden sich leichter tun für die SPÖ, die alles versprochen hat mit Steuererhöhungen etc., die nicht kommen werden wahrscheinlich. So, das wird massiv schwierig werden. Und dann ist die Steiermark noch da. Wenn die wirklich so schief geht und die ÖVP auf Platz 3 landet, dann was nicht sein muss, aber kann sein, dann wird es auch Wellen nach Wien geben. Gleichzeitig ist in Vorarlberg am 6. November wahrscheinlich die Angelobung von Schwarz-Blau, wo völlig entspannt und ohne Medien Erster und Zweiter verhandeln und schon relativ weit ist, was ich höre. So, das sind halt andere Beispiele, die kommen. Also ich glaube, ich finde das ein schönes Wort, es darf keine Depressionskoalition starten, weil dann ist der weitere Aufstieg der Freiheitlichen vorprogrammiert. Das würde dich sehr stören. Naja, aber es geht ja auch ums Land. Also natürlich freue ich mich, wenn meine Partei gewinnt, aber ich freue mich nicht, wenn eine Regierung wie jetzt die letzten 5 Jahre Schwarz-Grün dieses Land ruiniert auf allen Ebenen. Wir massive Schulden machen, wir haben ein Corona-Regime gehabt, wir haben höchste Steuern, wir haben trotzdem das höchste Defizit. Ihr könnt es das lustig finden. Ich finde das aber überhaupt nicht lustig. Corona-Regime, ja. Ja, aber das sind natürlich Dinge, ein Regime, ihr findet das lustig. Ich finde, dass 4 von 10 Firmen, die Leute exportieren, haben die letzten 2 Jahre das Land böse abgebaut Leute und Arbeitsplätze abgebaut. Böse Leute haben ein Virus erfunden, das es nicht gegeben hat, um ein Corona-Regime zu etablieren. Ihr könnt es ja euch lustig machen. Natürlich, das ist ja nur ihr könnt es euch natürlich lustig machen als Linke und als SPÖ über die Sorgen der Leute, über die Dauerungsprobleme der Leute, über die
Rekordarbeitslosigkeit, über die Firmen, die Opfer, über die Hochsteuerbelastung, über das Gesundheitssystem, wo man monatelang wartet. Aber dann wird sich jede Wahl verlieren, dann kann er mehr ernst nehmen. Das habt ihr alles hier zu verantworten. Wer hat denn die Gesundheitsministerin gestellt, die uns eine Medizin, wie er die Patientenmilliarde versprochen hat, und es waren nur Millionen für ihre Freunde. Ihr seid doch dafür verantwortlich. Ihr braucht es wirklich nicht der SPÖ. Die SPÖ ist seit dem Jahr 2017 nicht in der Regierung. Darf ich dich fragen, wann die österreichische Gesundheitskasse gegründet wurde? Danke, weißt du das? Danke. Wann ist sie denn gegründet worden? Du brauchst nicht immer mit irgendwas anderes zurückkommen. Wann ist die ÖGK gegründet worden? Sagen wir das Datum. 1.1.2020. Wann sind die Freiheitlichen aus der Regierung raus? Wer hat Mai 2019. Wer hat es auf den Weg gebracht? Entschuldige. Wer hat gesagt, eine Patientenmilliarde? Wer ist mit dem Schmäß herumgekriegt? Ich kritisiere ja die Umsetzung. Eure eigene Ministerin. Wir waren ja nicht mehr in der Umsetzung dabei. Das war halb sehr später. Der Vorstand ist noch Ibiza bestellt worden. Ihr seid nie für was schuld, es sind immer die anderen schuld. Selbst bei den Dingen, die ihr kaputt macht, sind immer die anderen schuld. Das ist erst gegründet worden, da waren wir halb sehr weg. Das ist absurd. Es versteht jetzt eh kein Mensch mehr was. Ja, das ist ja absurd. Aber man kann Zeitmaschinen. Naja, grundsätzlich hat natürlich schon die ehemalige FPÖ-Ministerin für Gesundheit gesagt, es sei ein Marketing-Schmäh gewesen. Also ob, man kann das lustig finden, eine Patientenmilliarde als Marketing-Schmäh unter die Leute dabei zu bringen. Aber andere, also ich finde sowas zum Beispiel nicht lustig, weil bei Patienten geht es öfters um sehr ernste Dinge. Ja, und deswegen sollst du jetzt Monate warten auf eine OP. Wir schalten jetzt in eine kurze Werbepause und danach reden wir weiter, ob wenn zum Beispiel die Verhandlungen, es gibt keine Verhandlungen zwischen Rot und Blau, aber sagen wir die Koalitionsverhandlungen aller mit aller so ähnlich abläuft wie das Klima hier am Tisch, ob wir dann in Neuwahlen schlittern, bleiben Sie dran. Isabel Daniel, das Interview mit der Politikchefredakteurin. Willkommen zurück zu unserem Montagsduell zwischen Robert Miesig und Heimo Leposchitz, rechts gegen links, links gegen rechts. Und es prallen hier die Welten aneinander, logischerweise, gerade auch in solchen Zeiten. Robert, es traut sich derzeit eigentlich niemand Wetten abschließen, was am Ende rauskommt. Also ich höre aus mehreren Parteien, ja, wir wollen diese Dreierkoalition, gemeint ist in dem Fall Schwarz-Rot-Pink, aber ob es was wird, wissen wir nicht. Dann sagen jene, die noch von Blau-Schwarz vielleicht doch irgendwie nach dem Motto, kriegt halt die FPÖ den Kanzler, weil die ÖVP alles andere. Es gibt ja auch die Kreise in der ÖVP, die sagen auch, aber ob das je realistisch ist, glauben sie nicht. Und dann gibt es die, die das böse N-Wort benutzen und in dem Fall von Neuwahlen schon ganz dezent reden. Nein, ich bin noch nicht völlig übergeschnappt. Ja, ich habe mir gedacht, Neos? Ich war mir jetzt unklar, was du meinst. Okay. Gedacht, ja. Schweig jetzt aus. Und die Neuwahlen quasi sehr wohl als gar nicht so unrealistische Variante für 2025 sehen. Vor allem, weil es einige gibt, die sagen, eigentlich könnte Herbert Kickl, der gerne Stimmen maximiert und eigentlich mehr Stratege ist als sonst was, ein Interesse daran haben. An Neuwahlen? Ja, warum sollte dann die anderen ein Interesse an Neuwahlen haben? Das ist ja sozusagen eine Eigendynamik könnte entstehen. Gut, ich will das jetzt gar nicht annehmen. Ja? Also ich meine, da sind wir wirklich weit davon entfernt. Ja? Also es ist ja auch, ich bin unzufrieden, dass hier mit ein bisschen einer, wie ich es vorher geschickt habe, einer Handbremse geschildert habe und mit einer nicht ganz enthusiastischen Kommunikation reagiert wird. Aber wollen wir jetzt mal auch realistisch sein? Man ist am Anfang der Verhandlungen. Und natürlich ist es bei Verhandlern immer auch ein bisschen taktisch. Wenn ich den Eindruck erwecke, würde es unbedingt, dann sinkt gewissermaßen mein Hebel gegenüber dem anderen. Und schließlich will man ja auch in den Verhandlungen seine eigenen Positionen durchsetzen und nicht schon von vornherein sagen, ja, ich bin drin, ich verkauf mir Wäsche wie drin, ist alles wurscht. So, das verstehe ich alles. Ja. Insofern natürlich die gemeinsame Botschaft wird, wie immer bei Regierungsbildungen, dann am Ende hoffentlich stattfinden. Aber es kentert jetzt natürlich auch schon ein bisschen.
ein bisschen besser sein. Und ein bisschen ist es so dieses taktische Mikado, man will nicht zu früh, zu früh zucken. Es ist natürlich sicherlich, du hast angesprochen, die steirischen Landtagswahlen, die auch ein bisschen vielleicht Akteure verunsichern, ich weiß es nicht, wahrscheinlich eher die ÖVP, ja, aber in die habe ich nicht so einen Einblick, aber auch da gebe ich zu bedenken. Ja. Also die Stimmung für die Salzburger, für die steirischen Landtagswahlen wäre sicherlich eine bessere, wenn man jetzt schon quasi ein positives Bild einer solchen möglichen Koalition als Allianz der Vernünftigkeit und eine Vernunftkoalition oder auch die Allianz der Erwachsenen, die versucht, das Land vorwärts zu bringen, oder Fortschrittskörper, was auch immer, also dass du eine Art von Framing schon für diese Allianz, die es noch nicht gibt, herstellst, dass vielleicht auch die Stimmung und das Klima in der steirischen Landtagswahl jetzt nicht so negativ für die ÖVP ausfällt. Ja, würde ich jetzt raten, an ihrer, wenn ich die ÖVP wäre, aber das muss halt jeder selber wissen. Ich hätte den gleichen Rat politisch-strategisch, wie ich die ÖVP beraten. Ich würde versuchen, das jetzt als Aufbruchsstimmung in schwierigen Zeiten, als Allianz der Vernunft, der Notwendigkeit, des Hausverstandes oder irgendwie sowas zu framen und zu arbeiten. Arbeiten zu zeigen und auch offen zu zeigen, wir arbeiten, wir tun, wir streiten, wir haben Unterschiede, schauen, dass nicht. Dann darf halt nichts an Details nach außen gehen, an den Schrecklichkeiten. Aber wenn du diese Bilder zeigst, die arbeiten, die hackeln, die zahlen an, die wollen was tun, die haben den Ernst der Situation erkannt, die sehen, wie schlecht es uns geht. Aber derzeit schauen sie ja eher so wie die Meerfärbchen-Kaninchen auf die blaue Schlange in der Steiermark. Kommt mir auch so vor. Und auch im Bund teilweise, weil der Nehammer natürlich auch Angst hat vor der Steiermark, dass da Eigendynamik kommt. Und Neuwahlen glaube ich ehrlich gesagt nicht, weil solange der Nehammer da ist, wird es keine schwarz-blaue Zusammenarbeit geben, da kommt er nicht aus. Das ist einfach so. Der Nehammer sollte ein Interesse haben, dass er vor der Steiermark die Koalition relativ eingedünnt in Details wird es sich nicht ausgehen. Dafür ist jetzt viel zu spät, da hätten es von Anfang an gleich anfangen müssen. Ich sage grob eingedütet mit einem Fahrplan, aber es ist ja nicht einmal ein Fahrplan bekannt, was sie ungefähr an Grobprojekten machen wollen oder was sie an Grobreformen machen wollen. Bis jetzt ist nur, wir mögen Kickl nicht und wir haben einen Kanzler und die anderen zwei wollen regieren. So, das ist halt die Grobgeschichte im Ganzen. Ich glaube auch nicht, ich höre ja nur, dass wirklich verhandelt wird auf Seiten der Sozialpartner, dass die ja schon seit Wochen miteinander reden, Gewerkschaft und die Kammer und die IV auch eingebunden ist, dass da schon einiges gelaufen ist, aber da muss die NEOS ja trotzdem mit einbinden und ich wiederhole mich nochmal, es muss dieser Kassasturz her, weil das, wo jetzt auf einmal ein paar Milliarden aufgetaucht sind, die fehlen, wer weiß, die freiheitlich nahestehenden Beamten im Finanzministerium sagen halt, das sind noch mehr Milliarden, die kommen werden und du kannst nichts planen, wenn du so eine Planungsunsicherheit hast. Gut, also ich glaube, wir können davon ausgehen, bevor so eine Koalition geschlossen wird, wird es diesen Kassasturz geben. Das machen wir, bevor man verhandelt. Du warst ja Kommunikationschef der Freiheitlichen, als es auch schwarz-blaue Verhandlungen gibt. Du weißt, nicht alles dringt nach außen oder teilweise dringt ein bisschen was nach außen, aber man kann noch nicht alles so berichten. Absolut. Aber wir werden sehen. Danke, Heimo Lepuschitz, danke, Robert Miesig. Ihnen danke ich fürs Zuschauen. Wir schalten jetzt in eine kurze Werbepause und danach geht es mit unserem Programm weiter. Bleiben Sie dran.